Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind unterwegs mit Professor Fairfield. Oh, Ghostface, oder? Gut, tschüss. Ich probiere aber mit ihm die Adept Challenge. Und vielleicht klappt's diesmal. So wie beim letzten Mal. Und wie sich's gehört, kurz die Erklärung der Talente. Wir haben Bindung. Ich sehe meine Mates. Go Ace. In einem gewissen Radius. Okay. Was sind das für komische Leute? Wir haben als nächstes Talent Anführer. Mates in meinem Umkreis, in meiner Umgebung arbeiten schneller. Also bei allem. Bei Reparatur, Heilung, Rettung. Überall halt. Und beweise dich. Ich bekomme Bonusblutpunkte für Kooperation. Jetzt mach. Und wenn ich mit Mates gemeinsam am Gen sitze, geht es nochmal schneller. Kein Ghostface? Huch, ich bin durch die Falle. Gott sei Dank hat sie dran gearbeitet. Dann konnte ich einfach durchspringen. Es sah am Anfang aus wie ein Ghostface. Oh, Trappy. Ich habe schon echt lange nicht mehr gegen einen Trapper gespielt, glaube ich. Das muss schon ein paar Wochen her sein. Tschüss, Ace. Danke für die Chance, die du mir genommen hast. Cool. Machen wir mal ein Totem. Ich glaube, Ace ist absichtlich disconnected. Ich weiß jetzt nicht, dort hinten der Generator, ob der weiter bearbeitet wurde. Oder ob wir vielleicht sogar Ruin haben. Ich möchte es jetzt nicht testen. Das kostet uns nur wieder Zeit. Wir sind schon nur noch zu dritt. Wir müssen noch 5 Generatoren machen. Das ist schon eine schwerere Grundvoraussetzung. Okay, hier ist ruhig. Dann können wir erstmal ganz entspannt weitermachen. Aber wir... Okay, der eine war da drüben an. Hier geht jetzt ein Generator an. Das ist schon mal gut verteilt. Für den Moment. Ich hätte gern in der Werkstatt den weg. Ich könnte halt jetzt hier hinten den... Okay, der ist fast an. Ich mach den jetzt fertig. Es wäre schade. Aber in der Werkstatt, der muss an. Also in der Garage, Werkstatt, wie auch immer. Da, wo sie liegt. Ungefähr. Wo sie liegt, hinterm Gebäude, würde ich meinen. Er ist am Generator disconnected. Vielleicht ist er doch nicht absichtlich gegangen. Weil da lag seine Taschenlampe.
Wait, what? Er hatte mich gar nicht gesehen? Was für ein Vogel bist du denn jetzt? Sie ist runtergesprungen! Ja, und liegt direkt wieder. Wieso campt der? Oh nein. Er trappt halt dort alles dicht. Du hast keine Chance, irgendwo auszuweichen. In allen Türen liegt Zeugs. Also Fallen. Ich habe keine geliehene Zeit. Das bräuchten wir jetzt. Das ist gar nicht gut. Ich krieg mich auch nur noch einmal geheilt. Ich stand der Glödi leider auch teilweise im Weg. Es tut mir echt leid. Sein Ernst, er campt. Kann nichts machen. Jetzt lässt sie sich bitte nicht sterben. Er facecampt sie. Ich kann sie trotzdem nicht retten. Luke müsste eigentlich sogar schon da sein. Ich wette, er weiß, wo sie ist. Doch die Luke.
Oh mein Gott. Oh, wir haben die Adept Challenge geschafft, aber was für eine blöde Runde war das denn jetzt? Wie doof. Das möchte ich nicht. Warum campt der? Der hat Barbecue. Hä? Verstehe ich nicht. Ja. Aber wir haben die Adept-Challenge geschafft. Ah, einer weniger. War trotzdem... Er hat auch nicht wirklich Punkte gemacht. Nee. Ich auch nicht, aber das ist eine andere Sache. Das war keine schöne Runde. Wir haben es geschafft, der Professor ist raus, aber lustig war was anderes. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.